Knie! Auf die Knie! Auf die Knie! Auf die Knie! Gib mir ein H! H! Gib mir ein U! U! Gib mir ein M! M! Gib mir ein geiles Powercamp! Geiles Powercamp! Gib mir einen geilen Mitarbeiter! Geile Mitarbeiter! Gib mir ein B! B! Gib mir ein A! A! Wir singen! Ich bin heute eingeladen worden von der Süddeutschen Gemeinschaft zum Power Camp. Das findet bei Ölhaus in der Nähe von Crailsheim statt. Die machen ja gerade Highland Games. Es gibt also noch Zeltlager und das schauen wir uns gemeinsam jetzt mal an. Wir haben jetzt eine Teilnehmerin abgegriffen, die Pauline. Pauline, hi! Erzähl mal, wie ist das hier so? Also es ist mega krass hier. So viel Action, was hier geboten wird. Die Mitarbeiter strengen sich alles so an. Jeder hat Bock und es ist einfach schön, nach so einer langen Corona-Zeit mal wieder richtig Action zu haben. Gibt es krasse Unterschiede nach Corona? Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz komisch, so viele Leute wieder auf einem Fleck zu haben und die Gemeinschaft hatten vorher einfach nicht so gehabt. Und kannst du Powercamp weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Meldet euch an, alle von 13 bis 17. Nächstes Jahr seid ihr auch dabei. Voll geil. Und jetzt spielst du weiter, oder? Yes. Ja. Duscht man bei euch eigentlich nicht? Nee, die Duschen sind kalt, also man vermeidet. Aber jetzt komm, sag, warum bist du so dreckig? Also da hinten gab es eine Aktion, wo man so ein bisschen sich catcht und wenn man da einfach nicht so gut ist, dann fällt man halt in die Matschgrube. Und du bist jetzt halt nicht so gut, oder? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Sehr gut. Ey, die haben ja sogar einen Pool. Aber es ist kalt. So, ihr drei seid die? Jessica, Laura. Ja. Wie ist das Powercamp so? Richtig gut. Ja, richtig gut. Das schöne mega Zeit, wenig Schlaf. Richtig anstrengend, hab richtig gut. Aber viele Erlebnisse. Ja, was habt ihr Cooles erlebt? Wir sind ins Freibad gelaufen. Wir sind morgens um 4:30 geweckt worden und in der Gegend rumgewandert. Und dann waren wir, hatten Power Hour, eine coole Zeitstation, laufen, richtig cool. Ja, Bogenschießen war auch dabei. Und das nächste Powercamp könnt ihr empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Fall. Anna, du bist ja Mitarbeiterin. Wie ist denn als Mitarbeiterin auf dem Powercamp? Genau, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Man bekommt nicht so viel Schlaf, aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier die Zeit zu investieren in die Teens und mit denen richtig Action zu machen. Jetzt gibt es einige, die das verpasst haben und einige, die danach noch was machen wollen. Wo schickst du die denn dann hin? Wenn ihr Bock bekommen habt auf mehr oder wenn ihr jetzt nicht dabei sein konntet, es gibt die Möglichkeit, in ganz vielen verschiedenen Ortschaften in die Teenie-Kreise zu gehen. Jetzt haben wir was ganz Neues, und zwar den Alpha-Kurs Youth. Der findet in verschiedenen Ortschaften statt, zum Beispiel in Untermünchheim, in Sulzdorf, in der Glocke, in Schwäbisch Hall, in Biebersfeld, noch viele weitere Ortschaften. Dort könnt ihr einfach noch mal mehr in die Tiefe gehen, noch mehr Action erfahren, auch nach dem Powercamp. Ihr seht also, hier ist ordentlich was los und es lohnt sich, hierher zu kommen und sich weiter zu informieren. Vielen Dank dir.